Moin moin und hallo. Heute soll es mal um so ein Gerät gehen. Das ist nämlich ein Bedienelement einer Brötchenheizung. In unserem Fall ist es ein Bedienelement für einen Brennwertheizkessel. Modell WGB-K20. Es ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, dieses Gerät, aber es funktioniert noch ausgezeichnet. Und der Vorteil bei den Brötchenheizungen ist sogar, dass sie sich automatisch zwischen den einzelnen Gas, Stuff, der da kommt, einstellen können. Aber es soll ja jetzt um die Bedienung dieses Bedienfeldes hier gehen. Denn wenn ihr im ersten Blick drauf schaut, haben wir nicht so viele Tasten zur Bedienung selber. Erstmal sehen wir hier zwei Tasten und ein Drehfreund. Hier oben sehen wir ein Display. Auf dem Display steht drauf, was gerade so wichtig anliegt. Das bedeutet hier, wir haben auch ein Brauchwassersystem, sind 25 Grad Celsius. Wir sind im Komfortmodus, wir sind im Automatikmodus, die Uhrzeit steht da und hier steht, in welchem Stundenbereich wir uns befinden, wo sozusagen die Heizung im aktiven Zeitraum da sein soll. Die Infos gibt es oben, dann gibt es natürlich noch weitere Infos, die dann temporär kommen, wenn zum Beispiel das Wasser erhitzt wird, etc. 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 Dann haben wir hier die Möglichkeit, ne, eine Drehung der Raumnenntemperatur schnell zu vollziehen. Das heißt also, hier können wir zum Beispiel dann die Nenntemperatur des Raumes, die wir gerne hätten, sprich die Temperatur, die sozusagen ankommt an euren Heizkörpern, die dann durch das Thermostat an eurem Heizkörpern dann nochmal variiert werden können, können wir also schnell verändern. Also einfach dran gehen. So, 30 Grad jetzt im Winter, kann es dann schon temporär hochgestellt werden. Im Sommer kann man es ganz ausmachen von mir aus, weil es ist recht warm. Oder ihr macht so 20 Grad. Na, könnt jetzt mal 25 Grad lassen. Das ist jetzt die Raumnenntemperatur. Wie ihr seht, das kann man jetzt schnell beeinflussen in Grad Celsius. Dann haben wir noch eine weitere Taste. Diese Taste bedeutet, dass wir dort zwischen den einzelnen Systemen umschalten können. Das heißt also, die Betriebstaste des Heizbetriebes können wir auf, sozusagen auf von tagsüber auf Nachtmodus setzen, wie ihr seht, ne? Da sehen wir, was in welchen Stunden passieren sollte als Information. Und ihr seht hier links unten verändert sich demzufolge dann auch der Rhythmus, den wir dort aber vorher oder der Heizungsfreund vor uns einprogrammiert hat. Wir sind jetzt gerade im Komfortmodus, sprich wir sind im Sonnenscheinmodus im Automatikbetrieb. Dann haben wir ein I. Das I gibt uns die Informationen durch. Da können wir draufdrücken, wie ihr seht. Und wir können sehen, dass hier eine Nennleistung angesetzt wird. Wir sehen hier, dass heute Mittwoch, der 7. Juli 2021, 16:55 Uhr ist. Dann mehr Informationen durch draufdrücken. Es ist die Außen-Ist-Temperatur. Das heißt also, momentan sind es draußen, wo der Fühler ist, 24 Grad Celsius. Dann haben wir die Außen-Minimaltemperatur. Das heißt, minus 9,5 Grad Celsius ist aber jetzt nicht gerade die Ist, sondern die im Minimalbereich steht. Ergo, dass dort dann richtig gekloppt werden sollte, damit nichts einfriert. Die Außenmaximaltemperatur liegt bei 35 Grad Celsius. Danach wird, oder wenn das erreicht ist, dann wird natürlich alles runtergeregelt. Dann haben wir wieder die Raum-Ist-Temperatur, 25,5 Grad. Und dann geht es wieder von vorne los. Die Raumminimaltemperatur, Raummaximaltemperatur, ne, das ist jetzt das genauso wie beim Außenfühler, gibt es auch im Rauminneren eine Möglichkeit, dies zu dokumentieren. Brauchwasser ist an eurem Brennwertheizkessel. Gibt es einen Vorratswasserfreund?
dieser Vorratswasserfreund fasst in unserem Fall 60 Liter an Wasser. Und dort ist jetzt gerade eine Temperatur von 60 Grad Celsius, welche durch Gas oder durch Verbrennen von einem fossilen Brennstoff, sprich Gas, erhitzt dann das Wasser auf 60 Grad Celsius, das wir dann zum Duschen benutzen können. Im Kessel selber ist 54 Grad Celsius, das heißt dort, wo der Kessel sich befindet, wo demzufolge auch dort die Kesseltemperatur angezeigt wird, die ist 54, es gibt einen Schwellwert, wenn der untergesetzt wird im Kessel, wird es dann wieder etwas erhöht. Brennermodulation, das heißt jetzt gerade ist der Brenner nicht an, er verbraucht gerade keinen Strom, Strom ein bisschen, ne, durch die ganzen Zusatzstuff, der da ist, mit Infos etc. brauchen wir schon ein bisschen Strom, aber es wird jetzt gerade kein Gas verbraucht. Wir würden natürlich dann prozentual stehen, wenn die Gasbrennung losdrückt. Ne? Wasserdruck wird hier angezeigt in Bar und dann sind wir wieder vorne. Das ist also die I für Informationsfreundin hier am Start. Die können wir demzufolge dort einsehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun.